3 Millionen Corona-Infektionen weltweit, davon alleine 1 Million in den USA, und mit 56.000 Toten führen die Vereinigten Staaten in diesem sehr bedrückenden Ranking mit dramatischem Abstand. Stolpert US-Präsident Donald Trump über diese dramatische Entwicklung, kostet ihn das womöglich seine Wiederwahl? Wir besprechen das jetzt mit dem renommierten Politikwissenschaftler und ausgewiesenen USA-Experten Reinhard Heinisch von der Uni Salzburg. Herr Professor, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön für die Einladung. In den USA nähert sich die Arbeitslosenquote gerade dieser Tage bedrohlich der 20-Prozent-Marke. Das ist ein ganz, ganz hoher Wert für die Vereinigten Staaten. Wie ist die Stimmung im Land aktuell? Ja, die Stimmung ist natürlich sehr dramatisch. Man muss ja auch bedenken, dass viele Menschen ja ihre Krankenversicherung über den Arbeitgeber haben. Das heißt, wenn man die Arbeit verliert, dann verliert man in der Regel auch oder sehr oft die Krankenversicherung. Also bei 25 Millionen Arbeitslosen, die offiziell gemeldet sind, haben bereits 10 Millionen die Krankenversicherung verloren. Das ist besonders dramatisch bei einer Pandemie. Es gibt in den USA auch keine Kurzarbeit. Das gibt es als Instrumentarium nicht. Und natürlich fehlen auch andere soziale Unterstützungsquellen. Das heißt, man ist dann auf die Ersparnisse angewiesen. Und das ist momentan recht dramatisch. Es ist natürlich in einigen Bundesstaaten schlimmer als in anderen. Wir sehen immer die Durchschnittswerte, aber es ist schon recht dramatisch, auch weil auch die Führung natürlich hier massiv auslässt. 25 Millionen Arbeitslose, Sie haben es schon erwähnt, kaum vorhandene Sozialsysteme, überforderte Spitäler, wir kennen alle die dramatischen Bilder aus New York. Zerplatzt da gerade weithin sichtbar dieser klassische amerikanische Traum? Naja, das Interessante ist, und ich glaube, das ist das zentrale Thema. Also es gibt ja kaum ein Land, das so vorbereitet eigentlich ist für sowas. Das heißt, wir haben ja in den USA ein Land, das ja noch auf den Kalten Krieg zurückgehend für Katastrophenfälle vorbereitet ist, die auch mit nicht nur biologischen und chemischen Waffen für Angriffe vorbereitet sind. Also wir haben eigentlich einen Staat, der für genau für diese Dinge vorbereitet sein sollte. Wir haben auch teilweise weltweit die führenden Zentren, die teilweise auch die UNO unterstützen, die WHO unterstützen. Also das sind ja führende Zentren, die ja auch nicht nur über die Epidemie im eigenen Land Bescheid wissen, sondern global Bescheid wissen. Die Amerikaner haben einen eigenen Geheimdienst, der sich nur mit Epidemien beschäftigt. Also das ist nicht nur, dass das Land jetzt auf diese Situation in dieser Form reagiert, sondern dass ja kein Land besser vorbereitet sein sollte. Und hier die Vermutung, die hier nahe liegt, dass das auch ideologisch begründet ist. Das heißt, dass natürlich ein Präsident oder eine Führung ist, die natürlich zeigen möchte, dass der Staat, die sich ja vor dem Staat, vor dem Bundesstaat und vor dem tiefen Staat, dem Deep State, fürchtet und irgendwo ideologisch zeigen möchte, dass der Staat nicht wirklich so funktioniert, wie man meint. Ich kenne selber Leute, die teilweise in der amerikanischen Regierung arbeiten, die sich wundern, dass auf bestimmte Ressourcen nicht zurückgegriffen wird. Auch die amerikanische Armee ist ja ausgerüstet für viele dieser Eventualitäten. Und viele dieser dramatischen Situationen, gerade die Situation in den Spitälern, die Sie angesprochen haben, das konzentriert sich ja auf ganz bestimmte Gegenden. Es konzentriert sich auf New York, es konzentriert sich auf die Ostküste. Das heißt, es passiert ja nicht im ganzen Land gleichzeitig. Da müsste man eben effizient punktuell dort Hilfe leisten mit den Ressourcen des Bundesstaates. Das geschieht nicht, aus verschiedenen Gründen. Sonst könnte man sagen, das ist Ideologie, oder man könnte sagen, es ist einfach Unfähigkeit, weil einfach hier die bei der Ebene der Entscheidungsträger der Präsident nicht die entscheidenden Ernennungen gemacht hat. Es sind viele Stellen immer noch vakant. Das heißt, Sie meinen, das ist ein bewusstes Destabilisieren des staatlichen Systems, um sozusagen weniger Staat, mehr Privat am Ende des Tages dann durchzudrücken? So kann man das beschreiben. Das sehen die Kritiker so. Das heißt, wenn ich jetzt immer den Staat kritisiere, der Staat ist unfähig, der Staat bringt nicht zusammen, der Staat ist das Problem, das Private ist das Bessere, der Deep State ist mein Feind, Trump ist ein erklärter Gegner dessen, dann ist es auch verständlich, warum man nicht auf diese schadliche Infrastruktur zurückgreift, sondern versucht, über private Firmen, über private Initiativen sich zu helfen. Und das wird auch teilweise kritisiert. Also ich sehe hier eine ideologische Dimension. Das kann beabsichtigt sein oder das kann auch eine bewusste Ignoranz sein, wenn man das, was man nicht für möglich halten kann, auch nicht für möglich hält.
Mittlerweile geht ja auch die Angst vor Plünderungen um, und zwar ganz dramatisch, etwa abzulesen bei den Entwicklungen, bei den Waffengeschäften. Plus 400% Umsatz wird da von den größten der Waffengeschäfte aktuell etwa vermeldet. Hat man das Gefühl, dass man sich vor Plünderungen schützen muss, wenn das Ganze so dramatisch weiter wächst, auch mit der Arbeitslosenzahl, dass hier ein Kampf derer, die jetzt die Jobs verloren haben, also quasi arm gegen reich entsteht? Das ist eine Furcht, da sprechen Sie auch schon was an, was doch ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube auch, es geschehen ja jetzt leichte Öffnungen. Es gibt ja Teile, die weniger stark betroffen sind. Und da macht man sich Sorgen, dass bei einer vorsichtigen Öffnung, dass es dann nicht mehr möglich ist, wenn es zu einer zweiten Welle kommt, dass die Leute wieder in diesen Lockdown gehen. Dass es also dann zu einer Weigerung kommt und dass es dann zu Auseinandersetzungen kommt zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Diejenigen, die eine größere Angst haben vor der wirtschaftlichen Krise und denen, die eine größere Angst haben vor der gesundheitlichen Krise. Und immer wenn Menschen psychologisch in einer Angstsituation sind, neigen sie sich auch zu einer überzogenen Handlung. Und das ist, wir sehen ja auch Proteste gegen diese Restriktionen. Die werden ja auch ganz bewusst vom Präsidenten über Twitter befeuert. Das richtet sich jetzt vor allem gegen die Gouverneure der demokratischen Staaten, wo quasi der Präsident den Gouverneuren vorwirft, dass diese Restriktionen nur deswegen bestehen, damit die Wirtschaft in den Boden gefahren werden kann, damit Donald Trump die Wahl verliert. Das muss man sich ja mal vorstellen. Da sagt der oberste Präsident, wirft den Gouverneuren vor, dass diese Maßnahmen nur deshalb getroffen werden, von den Gouverneuren nicht um die Bevölkerung zu schützen, sondern um Donald Trump die Wirtschaft zu versauen, weil das würde ihm dann die Wahl kosten. Und natürlich gibt es Anhänger von Donald Trump, die darauf dementsprechend emotional reagieren, und das sind auch Leute, die bewaffnet sind teilweise, und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, weil es ja andere gibt, die dann das genau anders sehen, die sich in ihrer Gesundheit bedroht fühlen, und da kann es zu einer Auseinandersetzung kommen. Eine ganz andere Situation als damals mit den Angry White Men. Das war ja jene Zielgruppe, die Trump sozusagen beim ersten Mal ins Präsidentenamt gehoben hat. Jetzt eben die Auseinandersetzung um Corona. Bill Gates hat aktuell Donald Trump ganz massiv gerügt, vor allem auch wegen dem Zögern im Zusammenhang mit den Testungen. Es war überhaupt ein sehr verschlungener Kurs, den der Präsident da eingeschlagen hat. Angela Merkel wird von Gates massiv gelobt wiederum. Also da wieder das Feindbild möglicherweise aus Sicht Trumps, europäische Präsidenten oder Kanzler oder Kanzlerin, die das Heft der Handlung in der Hand haben, sozusagen. Wie ist denn die Stimmung bei den Meinungsmachern? Ist Bill Gates unüblich vorgeprescht oder sind das andere auch so? Die Meinungsmacher und die Elite sind natürlich sehr kritisch gegenüber dem Präsidenten eingestellt. Das ist natürlich auch schon im System eingepreist. Das heißt, es ist kein großes Geheimnis, dass Donald Trump ja als Populist sehr gegen die Eliten auftritt, und für ihn sind die Medien, die etablierten Medien, die Eliten, die Demokraten, auch die Europäer, die internationalen Organisationen sind so seine Lieblingsfeindbilder. Und er versucht natürlich, seine Basis zu erreichen und braucht diese Basis und will ja auch mit dieser Basis die Wahl gewinnen. Und für diese Basis braucht er Feindbilder, er baut diese Feindbilder auf. Und das ist momentan auch der Versuch, den man sieht. Und wenn natürlich hier Bill Gates ihn kritisiert, ist das schon ungewöhnlich, weil Bill Gates ja als jemand, der eine große Stiftung leitet, die müssen ja mit Machthabern normalerweise gut auskommen. Das ist ja ungewöhnlich, dass das so offen passiert. Und aber da ist er einer von vielen, die den Präsidenten kritisieren. Es ist auch schwer, hier dem Präsidenten gegenüber Verständnis zu äußern. Ich weiß nicht, ob wie weit ihre Seher und Seherinnen das auch mitbekommen haben. Der Präsident hat ja in einer Fernsehsendung empfohlen, dass man Bleichmittel trinken soll. Also quasi einen Chlorspüler, einen Haushaltsreiniger trinken könnte, um sich intern vom Coronavirus zu säubern, zu reinigen. Das sind natürlich Empfehlungen und das sind Aussagen, die jenseits von dem sind, was wir bei allem ideologischen Verständnis erwarten würden, so einer Situation, wo natürlich viele Leute doch dem Präsidenten auch zuhören. Man muss ja auch verstehen, dass natürlich viele natürlich dem Präsidenten auch zuhören, weil der natürlich die oberste Führungsperson ist. Also und dass der Präsident ja auch ständig seinen eigenen oder den Empfehlungen seiner eigenen Regierung widerspricht. Es gibt ja diese Doppelzüngigkeit oder diese Doppelgleisigkeit, dass alle seine Untergebenen etwas verkünden und der Präsident dann was anderes verkündet und die dann wieder erklären müssen, was er eigentlich meint, wenn er das sagt. Das verwirrt natürlich. Und in dieser Verwirrung versuchen eben die Gouverneure,
allein ihre Politik zu machen, weil sie sich vom Präsidenten im Stich gelassen sehen. Und das ist natürlich eine Führungslosigkeit. Und diese Führungslosigkeit ist, glaube ich, das Problem, das wir derzeit in den USA sehen, weil einfach die zentrale Organisation von oben fehlt und weil der Präsident Dinge von sich gibt, die für viele unverständlich sind und wo auch ihm auch niemand zu widersprechen traut. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die nähere Umgebung des Präsidenten ihm eigentlich auch nicht zu widersprechen traut. Und dadurch gibt es eben diese völlig ineinander verwirrenden Aussagen von ganz oben. Und das ist in einer Situation einer Krise, wo ich ganz klare Kommunikation brauche, wo ich klare Aussagen brauche, das denkbar Schlechteste und das Schlimmste. Und wir haben auch noch Wahlen in diesem Jahr in den USA. Das heißt, das Ganze spielt sich dann noch in einem anlaufenden Wahlkampf ab. Also das ist eine Zusammenkunft von negativen Entwicklungen, die ganz dramatisch sind. Jetzt haben Sie die Wahl schon angesprochen. Man hat trotz aller Kritik an Präsident Trump irgendwie nicht den Eindruck, dass die Demokraten, dass Joe Biden etwa von dem ganzen Doha-Bohu profitieren könnte. Ist das so, dass die Demokraten wiederum nicht so wirklich aus den Startlöchern kommen? Naja, das Problem ist halt, der Joe Biden hat ja das Problem, dass alle Regierungen haben. Der sitzt mehr oder weniger in seinem Keller, im Basement, der hat so ein Haus und ist dort in seiner Wohnung und ist eben so, wie ich jetzt hier aus der Wohnung berichtete, macht da Reden über Twitter und Reden über Skype und hat Ansprachen. Das ist natürlich das Problem, dass der Präsident derjenige ist, der die gesamte Aufmerksamkeit hat, der diese großen Pressekonferenzen jeden Tag im Weißen Haus abliefert und dem man zuhört. Auch wenn man den Präsidenten nicht mag oder nicht möchte, dann ist er der Einzige, der relativ verpflichtend sagen kann, was jetzt passieren ist. So wie auch in Österreich natürlich die Regierungspressekonferenzen verfolgen. Und da kann natürlich auch der Präsident die Botschaften, die er aussendet, entsprechend in seine Richtung deuten. Das heißt, ob man will oder nicht, man bekommt sehr viel vom Präsidenten mit. Und am Anfang hat ihm das auch sehr stark geholfen. Die Zustimmung ging nach oben. Und in letzter Zeit, durch seine wirklich überzogenen Aussagen, durch die Probleme, die entstanden sind, sinkt auch die Zustimmung wieder. Man muss natürlich sagen, das Land ist sehr gespalten und sehr polarisiert. Und es gibt eine Meinungsumfrage vom Anfang April. Und da sieht man, dass das Bedrohungsgefühl durch die Krankheit extrem korreliert mit der Parteilichkeit. Also diejenigen, die Demokraten sind und unabhängig, sehen sich von Corona extrem bedroht und sehen die Aktivitäten des Präsidenten und der Regierung als extrem schädlich und schlecht. Diejenigen, die Parteigänger des Präsidenten sind, sehen in der Corona-Krise weniger eine Bedrohung, eine gesundheitliche, sondern sehen eine ökonomische und vertrauen dem Präsidenten. Und diese Wahrnehmung, die Menschen denken, was sie denken wollen, und es ist halt schwer, über diese ideologischen Scheuklappen auf beiden Seiten darüber hinwegzusehen. Ja, schwierige Zeiten für die Opposition, das kennt man ja auch aus anderen Ländern. Ganz zum Schluss noch, Sie kennen die USA wirklich, wirklich gut, durch viele Jahre vor Ort an Universitäten in Virginia, in Michigan, in Pennsylvania. Sie kennen das Land und auch ihre Bewohner sehr, sehr gut. Glauben Sie aber, es ist tatsächlich denkbar, dass der Präsident durch den Trick mit Corona, wenn er jetzt die sinkenden Umfragewerte sieht, die Wahl tatsächlich verschieben könnte? Ist das eine ernsthafte Option? Im November sollte sie ja sein. Das sehe ich kaum. Der Wahltag ist nicht etwas, was man verschieben kann. Der Wahltag steht in der Verfassung und bräuchte es mehr als ein Dekret des Präsidenten. Da bräuchte es eine, das ist sehr, sehr schwierig in den USA, die Verfassung zu ändern. Also der Wahltag ist immer der erste Dienstag im November. Das wäre extrem schwierig. Und die Amerikaner haben auch in beiden Kriegen und nach allen Katastrophen, auch in den 30ern, immer die Wahl zum richtigen Zeitpunkt gehabt. Das ist wahrscheinlich schwierig. Da müssten wirklich alle zusammenhelfen. Natürlich ist nie etwas ausgeschlossen. Und ich gehe davon aus, dass der Präsident hofft, dass sich die Wirtschaft wieder etwas erholt und dass der Präsident so eine Art Comeback-Story mit Make America Great Again, dass er diese Story verkaufen wird können und dass er dann doch wieder Chancen hat. Also man wird das sehen. Wir werden auch sehen, wie im Sommer die Parteitage ablaufen werden. Wie das sein kann, die müssen sich ja alle persönlich treffen, ob man das auch virtuell dann machen kann. Also vieles in diesem Wahlkampf steht in den Sternen. Und dann auch, ob es so ist, wie Donald Trump sagt, dass man eigentlich persönlich zu den Wahlurnen gehen muss. Er möchte, dass die Leute persönlich hingehen. Es gäbe ja auch die Möglichkeit der Briefwahl in den USA, das lehnt aber Donald Trump ab.
Und da gibt es auch wieder den Vorwurf, dass der Donald Trump nur deshalb möchte, dass man persönlich hingeht, weil dann die Wahlbeteiligung gering ist und das würde ihm wieder helfen. Während wenn eben die Wahlbeteiligung hoch wäre, dann würde das den Demokraten helfen. Also auch da gibt es einen Konflikt, das muss vom obersten Gerichtshof entschieden werden, wie in welcher Form diese Wahl abgehalten wird. Also viele Fragezeichen und es werden noch spannende Monate werden. Herr Professor Heinisch, spannende Einblicke in einer sehr dramatischen Zeit in das amerikanische Politik- und Gesellschaftssystem. Vielen Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund. Dankeschön, danke sehr.